Ja, hallihallo Leute und willkommen zurück. Ihr seht, die heutige Waffe ist das Elektrogewehr. Und was das Gewehr so hat, beziehungsweise was es besonders macht im Vergleich zu anderen Gewehren und ob sich das lohnt oder nicht. Also als erstes mal, die ist nicht gepirkt. Ja? Wir sehen Natur, Schaden, Haltbarkeit, Magazingröße, Schaden gegen verlangsamte Ziele. Das müsste dann wie folgt aussehen: Natur, kritische Trefferchance, Nachladegeschwindigkeit, kritischer Schaden und hier würde ich Schaden gegen Nebelmonster machen. Diese Waffe stelle ich jetzt vor, weil ich danach gefragt wurde, mehr oder weniger, sage ich mal. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, werden wir jetzt hier sehen. Das Problem an der Sache an sich ist, man kann Waffen, die nicht gepirkt sind, leider nicht mit Waffen vergleichen, die gepirkt sind, weil der Schadensunterschied doch enorm ist. Also die Differenz einfach ist doch sehr hoch. Und das Gewehr an sich, ich habe jetzt schon ein bisschen geguckt, wie alle Elektrowaffen quasi, ob Pistole, Sturmgewehr, was auch immer ihr da habt, ist erstmal eine Semi-Rifle, also wir müssen tipsen, aber geht eigentlich ja recht flott. Und die Dinger haben die Schienen hier kaputt gemacht. So. Ja, wie alle Elektrowaffen hat die einen Stun. Also wenn ihr oft genug den Kopf trefft, oder ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Jedenfalls hat die Waffe einen Stun. Was an sich gar nicht verkehrt ist. Also ihr seht, für die Kleinen sind es 42.000er Hits. Ich vermute mal, wenn die voll gepirkt ist, haut die pro Schuss zwischen bestimmt 60.000 und 80.000 raus. Es kommt immer darauf an, ob ihr hier ein Element habt, zum Beispiel. Da das eine Natur ist, ist das natürlich effektiv gegen Wasser, schlecht gegen Feuer und mittelmäßig gegen Selbstnatur. Die Waffe an sich sieht cool aus. Überhaupt keine Frage. Ob ich die leveln würde oder nicht. Ich speziell, ich muss gerade überlegen, ob ich eine Naturrifle habe. Ich habe gar kein Natursturmgewehr bisher, also könnte ich durchaus in Betracht ziehen, die hoch zu pirken. Das Hochpirken ist gar nicht so das Problem, dabei Vorteils Plus ist ganz angenehm zu farmen, Vorteils Fix jedoch nicht. Und wenn ich mir die Waffe jetzt hier nochmal angucken mit euch, ich müsste hier 1, 2, 3, 4 Sachen ändern. Das heißt, das würde mich 4000 Vorteils Fix kosten. Und das ist doch schon eine Menge für mich, weil ich, wie gesagt, Vorteils Fix so gar nicht gut gefarmt bekomme. Die schnellsten Wege, sie wären momentan tatsächlich mit Horde. Ich sag mal, ihr seid in 20 Minuten fertig. Ihr bekommt einmal 100 Vorteils Fix für das Abschließen der 50 Nebelmonster-Kills. Dann gibt es noch einmal quasi als Belohnung, ich glaube bei manchen Horde ist das dreimal Vorteilsfix. Das ist aber auch nur so um die 150, sprich ihr könnt pro Run 200, ja, ich sag mal maximal glaube ich 250 rausholen. Das heißt, ich müsste 4 Runs machen, eine Stunde für 1000 Vorteilfix. Dementsprechend müsste ich 4 Stunden das farmen, um eine Waffe mal ändern zu können. Das lohnt sich für mich momentan so noch nicht. Ich meine, ich kann demnächst gerne so Umfragen machen und euch fragen, was ihr denn gerne hättet vollgepirkt. Ihr seht ja auf Stormsheet One meine Seite. Seht ihr halt alle meine Waffen. Und momentan spare ich das Geld, weil nächste Woche kommt das neue Sturmgewehr von dem Steinschuss-Event. Momentan bin ich so oder so Fan von all diesen Waffen, also ob es jetzt die alte Betsy ist, der Duellant oder der Dragoner. Ich finde die drei Waffen alle sehr geil. Die haben ordentlich Schaden und machen auch, drücken gut raus. Ja, ich kann gerne noch mal ein paar Videos zu machen. Die alte Betsy ist momentan meine Lieblingssniper, kommt nichts dran voran, auch nicht der Superschredder, auch wenn der Superschredder so an sich eine ganz gute Waffe ist. Darum geht es ja nicht. Es liegt ja meistens eigentlich am Spielstil, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, mit der mehr zu zocken. Daran, sage ich mal, ist der Hauptpunkt. Und für mich ist die alte Betsy einfach eine Waffe, die verdammt viel Spaß macht. Vor allen Dingen liebe ich auch die hohen Hits, mal davon abgesehen.
Die alte Betsy haut bei mir 900 bis 1 Million raus. Also 800, 900 bis. Machen wir einfach so. 800 bis 900 Millionen ist eine ganze Menge, für mich zumindest. Und dementsprechend mag ich die Waffen momentan mehr. Aber es geht ja um das Elektronengewehr jetzt hier heute. Ob sich das lohnt, nicht, ob ihr das leveln sollt oder nicht. An sich würde ich sagen, ich mag Waffen, die entweder enorm Burstpotenzial haben oder eine gewisse CC-Möglichkeit, also Crowd Control, Massenkontrolle, wie auch immer man das nennen möchte jetzt. Da wäre die Waffe definitiv ganz gut für, denn wir haben ja hier mit, wie wir gesehen haben, einen Stun. Oh, eine Falle zu viel. Ich wollte nur 50 haben insgesamt. Was haben wir noch? Genau. Ja, egal. Okay, haben die gesetzt. Wir werden uns hier in einen meiner Fallentunnel platzieren und uns die Monster einzeln rausfischen, wenn wir das hinkriegen. Und dann werden wir das gleich begutachten. Ja, hallo Bella. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch das wünscht, ich werde vielleicht, ich muss mal gucken, es gibt definitiv Seiten, wo man so Polls machen kann. Vielleicht mache ich sowas. Entschuldigung, kurz was trinken. Und aber wie gesagt, momentan ist vorgesehen, meine, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich 2000 epische und aber nur auch nur 2000 Gold. Sprich, selbst wenn ich die epischen reinpumpe, kann ich momentan nur eine Woche Waffe komplett legendär perken. Blau und grün habe ich glaube ich auch noch genug. Okay, Naturgegner ist natürlich jetzt nicht optimal für die Waffe, das sind ja nur 67% Schaden. Aber wir sehen die ganzen Stunts da. Das finde ich halt zum Beispiel schon wieder gut. Momentan fasziniert mich aber auch der Revolver so von dem Elektrogewehr. Der macht auch nicht enorm Schaden wie die Weißkopfwumme, sage ich jetzt mal in dem Fall. Aber der hat auch einen Stun und mit zwei Schuss sind Nebelmonster da genauso tot. Ob ich jetzt eine Weißkopfwumme nehme, die einen Schuss braucht, oder eine. Den Elektrorevolver, der dann zwei Schuss braucht, muss ich noch sehen. Mich interessiert auch die Windatech Pulsar. Das liegt aber jetzt nicht gerade an den enormen Schaden, den das Ding macht, sondern ihr seht vielleicht jetzt in den letzten Videos spiele ich die Schnellschützin Rio. Das ist momentan mein Lieblingssoldat, also spiele ich auch lieber als den Headhunter. Zum einen hält die mit dem Headhunter locker mit, denn ich werde definitiv nochmal ein exaktes Video über die machen. Die hält mit dem Headhunter locker mit und die macht einfach mehr Spaß. Sieht cool aus mit ihrer Sheriffmütze. Dementsprechend. Ihr seht also vom Schaden her, kriege ich die 109er Monster schon down. Die haut so 40, 50.000er Hits raus. Wir tippen natürlich, wäre das jetzt Wassermonster, wäre das für uns ein bisschen idealer. Der andere Vorteil ist natürlich, wir können uns hier hochbuffen mit der. Dementsprechend gehen wir dann ab wie Schmitz Katz. Ja, also ihr seht, zack, 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 zack. Ist einfach nur Tippsparty. Und ja, geht gut ab. So, die Nebel. Ja, wie ihr aus dem einen oder anderen Video seht, ich mache meistens ein paar Videos hintereinander mit den verschiedenen Waffen. Die hatten wir gerade schon vorhin beim Drachengebrüll, die Mission. Und hier wäre die Drachengebrüll natürlich definitiv perfekt. Aber das Video habe ich ja jetzt schon hochgeladen nach. Ja, vier Runs hatte ich dafür gebraucht, um ein Video zu machen. Ist manchmal leichter, manchmal schwerer. Ja, was mir an der Waffe gefällt, ist definitiv der Stun. Das hat so. Ich höre nur die Dinge, aber mein HP waren voll. Das hat so keine Waffe. Also keine andere Waffe, ob es jetzt vom Windatech ist oder von dem jetzigen Event. Keine dieser Waffen hat den Stun. Die Elektrowaffen haben den Stun alle. Und der Ralfis Rache. Ich weiß auch gar nicht, ob die zum selben Event sind. Mir gefällt definitiv der Kopfschuss dann. Kann ich definitiv so weiterempfehlen. Je nachdem, was ihr alles so habt an Waffen und ihr nicht wisst, ob ihr es leveln sollt. Also momentan ist die Wildkatze, der Ratterer und das Spectre sind die Top 3 Sturmgewehre. Da reicht nichts ran an DPS. Egal, was ihr versucht und macht. Da kommt wirklich nichts dran. Und wenn ihr eine dieser Waffen habt,
der drei genannten gerade, dann solltet ihr auf jeden Fall die zuerst leveln. Denn es macht was aus. Ja, also die Dinger hauen schon gut raus. Kann man einfach nicht sagen. Aber ja, wie ihr seht, das Stun gefällt mir. Der spielt gerade mit einer Weißkopfwumme. 45 Flüsterer. Und ja, also an sich macht die Spaß, würde ich jetzt so sagen. Vom Schaden bin ich nicht ganz überzeugt, aber ich kann das auch schlecht im Vergleich zu meinen anderen Waffen sehen, weil die Waffe halt jetzt wirklich mal nicht gepirkt ist von mir. Und normalerweise stelle ich ja quasi fast legendär gepirkte Waffen vor, dann seht ihr einfach leichter, wie das Endgame so aussieht mit der Waffe, ohne euch da was vorzumachen. Ja, das war auf jeden Fall das Elektrogewehr. Wir schauen nochmal kurz an. Ja, vom Schaden bin ich nicht Erster, nicht Letzter. Macht also schon ganz okay und Spaß. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Video. Ich wünsche, ich hoffe, das hat euch in dem Fall gefallen. Ich mache mich noch ein bisschen weiter ran an Videobearbeitung ran und lese mich und YouTube mich durch Shortcut durch. Und dann könnt ihr euch demnächst auf ein bisschen geschnittene Videos freuen. Ich danke euch recht herzlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.